Servus Leute. So, wie versprochen, wir starten heute mit Tomb Raider in den Stream. Ich habe es auch schon alles installiert und geschaut, ob Updates da sind. Es gibt keine mehr, also es müsste alles gewesen sein. Und jetzt würde ich sagen, wir starten einfach mal rein. Schauen uns, was uns dort erwartet. Ich bin echt gespannt. XBCX The Angel. Willkommen. So, Shadow of the Tomb Raider. Drücken Sie die Optionstaste. Machen wir doch mal. Und dieser Titel unterstützt automatisches Speichern. Ja. Datenschutzinfos machen wir doch, sonst können wir nicht spielen. Oh nee, das machen wir nicht. Was ist das hier? Überspringen. Die Meldetaste geben wir nicht ein. Jo, okay. Rendering-Modus, hohe Auflösung, hohe Framerate. Nehmen wir auch eine hohe Auflösung. Helligkeit, das müsste passen. Ja, das lassen wir alles mal so. Ah, Standardeinstellung, ich glaube, das ist das Beste für den Stream. Tomb Raider Treue Belohnung. Da sie Laras vorherige Abenteuer gespielt haben, haben sie ihre alten Outfits freigeschalten. Woher weiß denn der, dass ich die alten Teile gespielt habe, wenn ich mich gar nicht angemeldet habe? Das kann er ja nur an dem Nickname unten sehen. Aber ich habe da nichts verknüpft oder so. Naja, wird schon passen. So, extra Gräber. Noch vornehmen kannst. Rätsel leicht normal. Okay. Was haben wir denn hier eingestellt? Grafik haben wir schon gemacht. Sprache, Ton, Umrahmung, Kontur, Datenschutzerklärung. Ja, wird schon passen. Also, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ins neue Spiel. Neues Spiel, bitte. Speicherslot wählen, natürlich den ersten. Okay. Schaut gut aus, alles normal. Wir lassen das normal. Shadow of the Tomb Raider. Waffen-Upgrades. Waffen können im Basislager mit Ressourcen verbessert werden. Okay. Ich bin echt gespannt. Ich hatte den letzten Teil auch gespielt, Rise of Tomb Raider. Hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Und ich bin echt schon auf den Teil jetzt gespannt. Soll ja nicht mehr so kampflastig sein, sondern eher, ja, so ein bisschen eher auf Rätsel. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Und wie immer, ich weiß nicht, ob ich es durchspiele. Ich muss erst schauen, wie es mir gefällt. Wenn es mir natürlich nicht gefällt, dann bringt es ja auch nichts, wenn ich das hier durchspiele. For our friend Mike Sherlock. Und wenn ihr natürlich die Folge verpasst habt hier auf Twitch, die wird natürlich hier auf Twitch auch stehen und ich werde es natürlich auch auf YouTube hochladen. Wenn mir denn Square Enix hier keinen Strich durch die Rechnung macht, hier mit Urheberrechtsverletzung wegen der Musik, ich hoffe es mal, sonst haben wir ein Problem. Okay, aber viel Spaß mit dem Intro.
Jonah, hörst du mich? Zwei Tage zuvor. Okay, wir sind irgendwo hier im Berg verschüttet oder so. Lara, alles okay? Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Beeil dich. Gerne noch mal schauen in die Soundeinstellung. Ich glaube, dass das Spiel ein bisschen zu laut ist. Könnt ihr mir mal in die Chat schreiben, ist es zu laut, das Spiel oder nicht? Schaut nur noch kurz in die Option. Geht gleich weiter, Leute. Und zwar Ton. Ja, das ist alles auf Max Musiklautstärke. Wir drehen jetzt mal ein bisschen zurück. Ja, so. Probieren wir es mal so. Das können wir immer noch ändern, falls es wirklich wäre. So, schließen. So, wie geht's jetzt hier los? Wir machen das Bildmachgerät an, Leute. So, da ist er auch schon. Schauen wir mal, ob wir hier rauskommen. Zieh durch. Der enge Schlitz hier. Also Hüllenschlitz, so gemerkt. Okay, also mal schon draußen. Ganz kurz, muss schnell Einstellungen machen. Ja, verschieben auch noch. Geht gleich los, oder? Jetzt aber. Gut, einfache Bewegung. Benutzen Sie den linken Trigger, um sich zu bewegen, und drücken Sie X, um die Plattformhindernisse zu gelangen. Okay. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. Keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Okay, du brauchst nicht einmal drücken, du brauchst nicht draufbleiben oder so. Also mit der Steuerung wieder mal klarkommen hier. So. Okay, drücken wir nach vorne, drücken Sie X, um zu springen.
Ich finde die Dialoge hier cool gemacht, die Dialogeinblendung. Das hat irgendwie so ein bisschen was Kinohaftes. Okay, ich denke, der Anfang wird eben eher Tutorial sein. Slokol, willkommen. X um den nächsten Kampf zu springen. Ja. So, kann man hier rennen? Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Boah, das schaut so cool aus. Das finde ich ist an den Tomb Raider-Spielen immer geil gemacht. Also die ganze Atmo. Das Art-Design ist echt immer geil im Tomb Raider. Okay, es scheint ein Sprengsatz zu sein. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Er verwischt hier seine Spuren. Hey, pass auf. Eieiei. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Mach mit! Komm jetzt! Udo hat es ja noch geschafft. Los! Los! Schnell! Komm schon! Mach los, Jovic! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Cosmuel, Mexiko. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Hm. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum Rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine, die gibt es nur im Amazonas.
Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Die kann ja gut lesen. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen. Sieh es dir genau an. Es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Was für ein Ding? Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Maskenball oder was? Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden. Fahrt der Sterne, Trophäe halten. Zelle. Okay. Ah, das schaut schon richtig cool aus. Zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Im Schatten Dominguez finden, Karte ansehen. Ist das Dominguez oder was? Nee, ist Lara Croft. Wir müssen hier hin. Aktuelles Einsatzziel. Okay, wir müssen dorthin. Wir schauen uns aber trotzdem erstmal ein bisschen um, würde ich sagen. Ein bisschen das Spiel genießen, aufsaugen, die Atmo. Siehst du was? Oh, nein. Schon cool gemacht mit den Lichteffekten. Was heißt, kann man mit der Person reden? Nee. Suchen wir weiter. Okay. Und doch, können wir schon. Tja. Unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Okay. Ach, das viele Essen lässt meinen Magen knurren. Was essen? Gib mir hier. Riecht sehr lecker. Oh, jetzt Zeit zum Essen. Ein bisschen Klöser, was? Fass mich an. Ich sehe nicht. Suchen wir weiter. Okay, dann schauen wir ein bisschen rum. Die Jugend ist bei den Jungen verschwendet. So sagt man. Bei mir nicht. Ich hatte eine wilde Jugend. Und so siehst du auch aus. Können wir hier durch irgendwo? Medizin. Medizinische Pflanzen dienen der Heilung. Okay, wir schauen gleich mal. Medizin. Regenerative Substanzen zur Heilung mittels Kräutermischungen. Üblicherweise gefunden in roten Pflanzen und menschengemachten Ressourcen. Rote Pflanzen. Jetzt haben wir Resident Evil hier. Okay, wir müssen da vorne um den Brunnen rum. Weil auf der Karte ist es dort hinten. Also an dem Tor, denke ich. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Fast direkt
richtig umschauen, nicht, dass wir hier noch irgendwo Kräuter oder sowas finden. Für die Heilung. Da oben ist unser... das ist die Karte, das ist Medizin. Okay, wir müssen Messer... Also es ist das Tutorial nochmal. Aber gibt es denn ein Schnell... Schnellheilung oder so? Ja, das werden wir bestimmt noch rausfinden. Jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen an. Was für eine Schönheit. Ah, was ist das hier? Ressourcenkisten. Suchen wir an verschiedenen Behältern nach gewöhnlichen Ressourcen. Kleine Behälter mit häufigen Ressourcen. Okay. Ja, das werden wir alles noch erfahren. So eins hatte ich auch mal. Ich bin ständig damit gefahren. Und dann? Die Steuerung, muss ich sagen, ist ein bisschen komisch. Vielleicht, weil ich es von Resident Evil jetzt ganz gewohnt war. Ja, mal schauen. Ich sehe mich nur um. Sie sind aus England. Sie brauchen ein Souvenir. Tut mir leid, Juan. Sie hat schon zu viele Souvenirs. Okay, Jonah. Woher kennst du hier jeden in der Stadt? Ich rede mit allen. Probier's mal. Ich bin echt gespannt, was wir für Spielzeit haben werden in dem Game, wie viele Stunden das geht. Ich habe mich nirgendwo reingelesen oder sonst irgendwas. Also ist komplett blind hier. Jonah, er ist am Tor. Okay. Ich brauche mir eine Hand. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Wurst ansteigen. Das mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Ah, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Okay. Bis dann. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Ein Foto von Jonah mir war mehr Infos. Jonah ist ein Überlebenskünstler und guter Freund. Ich habe ihn vor einigen Jahren bei meiner ersten Expedition an Bord der Endurance kennengelernt. Er brachte mich gleich bei unserer ersten Unterhaltung zum Lachen, indem er mich kleiner Vogel nannte. Wir haben seitdem viel durchgemacht und Jonah war immer für mich da, seit der Kontakt zu meiner besten Freundin Sam abgerissen ist. Er begleitete mich nach Kites und half mir, die göttliche Quelle zu finden, das Artefakt, nach dem mein Vater gesucht hatte, als er getötet wurde. Nachdem ich die göttliche Quelle zerstört hatte, um zu verhindern, dass die Trinity in die Hände fällt, hat mir Jonah dabei geholfen, den Orden Zelle für Zelle zur Strecke zu bringen. Als ich die Notizen meines Vaters vollständig entschlüsselt hatte, hielt Jonah Cozumel für den besten Ort, um unsere Suche zu beginnen. Und obwohl ich ihm anfangs nicht geglaubt habe, hatte er recht. Die Ausgrabungsstätte in Cozumel war als einzige noch nicht zerstört. Und jetzt weiß ich auch warum. Trinity weiß, dass noch ein Teil des Puzzles fehlt. Ich muss rausfinden, was es ist, bevor sie es tun. Okay. Ja, ist ja cool, dass es hier vorgelesen wird. Sammlung anzeigen. Ja, da haben wir da schon. Die haben wir schon vorher angesehen, die Bilder. Okay. Verzeihung. Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an der Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Verzeihung. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein.
Lara. Ja, ja, du hast recht. Ich hoffe, man das jetzt hier nicht verrecke. Mein Fehler. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt hingerannt ist. Ich folge einfach mal dem Weg. Das scheint eh ein bisschen schlauchig zu sein hier. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Naja, ich glaube, da werden wir nicht durchkommen. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Okay. Ich nehme die Seitengasse. Ja, ich wollte eh sagen. Dann geh mal hier durch. Telefon. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Muss wieder rüber? Hier unten durch, oder? Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Oh, jawohl. Okay, der ist besoffen. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Im Schatten einen anderen Weg in die Ausgrabung finden. Okay, jetzt geht's ein bisschen schneller hier. Einsatzziel Wegweiser. Einsatzziele werden bei Überlebensinstinkte hervorgehoben. Drücken Sie R3, um Überlebensinstinkte zu aktivieren. Ja, okay, alles klar, verstehe ich. Zeigt uns praktisch den Weg an. Aber ich schaue mich hier immer noch ein bisschen um, Leute. Man weiß ja nie, ob hier noch irgendwo was rumliegt, Medizin oder so. Warte mal. Ja, wir müssen zweimal drücken. Okay. Und Leute, ich werde es natürlich wieder wie in jedem Spiel ganz, ganz gemütlich spielen. Also ein Slow Run sozusagen. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Untersuchen. Okay. Hier können wir jetzt gar nicht hochspringen, oder? Ich glaube, dass der Weg ziemlich linear ist. Komm schon, mach endlich. Können wir den messern oder so? Okay, wir können auf jeden Fall den Bogen nicht ziehen. Die Hinrichtung verhindern.
Vertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich hab recht. Ich kann bezahlen. Okay, alles klar. Rück dir meinen Pfeil wieder, Mensch. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Die haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Ah, okay, alles klar. Dann sieht man wenigstens auch die Medizin, hier ist Commander Rourke. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Richtung wird zum Heilen verwendet. Ja, das weiß ich schon. Kann ich dir denn im Schnell... Habe ich hier irgendwie ein Schnellmenü oder so? Ich sollte die Ruinen überprüfen. Also überprüfe ich erstmal das hier. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Ja. Darf ich mir vielleicht erstmal meine Heilung hier holen? Will er eigentlich schon alles mitnehmen? 15 EP. Gibt es ein Level-System oder? Wir müssen schauen. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Okay, warte mal, da hinten hat auch noch was. Ah, okay. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Ja, ist ja gut. Überprüf mal die Ruinen. Ich kenne diese Figur. Das ist X'Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel... Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ach du Scheiße. Ich muss da runter. Ja, gleich. Okay, wir müssen jetzt... Oh Gott, ich werde draufgehen, Leute. Okay, müssen wir hier runter, oder? Abseilen. Drücken Sie L2 und R2 oder R2, um sich an kletterbaren Wänden abzuseilen. Okay, das müsste gehen. Gott, nur die Steuerung wieder merken hier. Sein, glaube ich. Vorsicht, Lara, Vorsicht. So, wir jumpen da mal rüber. Na, warte mal. Ich glaube, wir können da rüber. Wo will die hinspringen? Kommen wir da gar nicht rüber, oder? Nee, warte mal, wir gehen mal hier rum. Das sieht ein bisschen gar weit aus. Hier kommen wir hoch. Okay. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Ja, ich mach das schon.
Die Statue ist auch schon der Eingang. Dieser Höhle. Wie komme ich da runter? Ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Ich springe jetzt hier den Tod, glaube ich. Kann ich ins Wasser springen? Nee, kann ich nicht. Okay. Gut, das erste Mal schon gefällt. Warte mal, ich bin dann dort unten. Ja, wo geht's denn hier weiter? Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Ja, muss ich schon. Geht's da nicht weiter? Next. 1, 2, 3, 4, 5. Servus, willkommen im Stream. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Ja, ich weiß, ich muss da runter. Erkunden. Okay. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Mir geht's gut, mir geht's super. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Hey, danke für den Follow. Freut mich. Lange Zeit wieder mal Tomb Raider. Das ist ewig her, wo ich das gezockt habe, aber ich habe mal richtig Bock drauf gehabt. Können wir hier was machen? Ja, hier können wir was machen. Untersuchen. Ach, die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Okay. Ziel sind etwa ein Schießen, sie gewickelt, auf die Rand zu ziehen. Okay. Hier ist ein Stolperdraht. Da sollte ich besser nicht übergehen. Alles klar. Erstmal die Steuerung wieder kennenlernen. Weitergehen, oder? Die schlämmigen Höhlen hier. Und was hast du gemacht heute next? Was ist guten das? Guten Tag hier? Gehabt.
Und danach gehen wir ins Wasser. Oh, während des Schwimmens drücken Sie X, um aufzutauchen und um unterzutauchen. Okay. Habe ich hier irgendwie eine Anzeige, wie lange ich unter Wasser bleiben kann? Oder kann ich hier... Ich hatte einen sehr guten Tag. Jo, freut mich. Hast du denn auch schon Tomb Raider gespielt oder noch gar nicht? Oh, okay. Wir können nicht unendlich unter Wasser bleiben. Tauchen die mal auf. Schneller. Oh, was ist denn das? Eine Myrene oder sowas, oder? Okay, hier kommen wir nicht raus. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ah, okay, gibt's Luftbläschen. Das ist fast wie in Assassin's Creed oder so. Da gab es ja auch sowas ähnliches. Okay. Wo bin ich jetzt lang geschwommen? Ich glaube, ich muss hier weiter, oder? Oh, schaut gut aus. Alter Schwede! Hab du Vieh! Lass mich in Ruhe! Ernsthaft. Boah, da kommt ihr doch nie wieder raus. Mach, Lara. Zieh. Wieder so eine enge Ritze hier. Felsritze. Alter Schwede. Geil gemacht. Wird mir denn irgendwie meine Energie angezeigt oder so? Nee, gar nichts. Heilung. Achso, ich muss das finden, um das herstellen zu können, oder wie? Herstellen? Okay, ja, das werden wir später noch erfahren, denke ich. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Ich will auf jeden Fall schauen, dass ich so gut wie möglich alles mitnehme. Ausrüstung. Messer erforderlich. Messer haben wir da. Ah, das ist abgebrochen davor, ja. Okay. Ein Messer haben wir leider nicht. Oder das können wir aber schon durchschneiden, oder wie? Okay. Aber da vorne geht's nicht. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Zur Spitze der Pyramide gelangen.
nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Okay. Nicht rein. Bin gespannt, ob es hier so eine Art Lagerfeuer oder sowas gibt. Wie in den Rise of Tomb Raider. Wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Bergungsrouten. Die Bergungsrouten zerstörerischer Handobjekte herzustellen, okay. Okay, ja, den Wagen müssen wir wahrscheinlich da durchschieben, aber ich will erstmal schauen. Ich muss einen Weg auf die andere Seite finden. Ich muss irgendwie die Glocke anheben. Ja, ja, das machen wir gleich. Keine Panik, das kriegen wir hin, denke ich. Schieben das mal. Schaut da ziemlich weit aus. Kommen wir da rüber? Probier's mal. Zieh, Lara. Okay. Also springen kann sie ja ziemlich weit. Was ist das? Bericht der Nachhut, ein Bericht über eine seltsame Begebenheit. Eine zweite Gruppe, die der Hauptschar der Pilger mit wenigen Tagen Abstand folgte, berichtete von merkwürdigen Ereignissen auf ihrem Weg. Die Tiere waren wilder geworden und der Dschungel gefährlicher. Die Bäume und Reben wurden knorrig und brachten Dornen hervor. So lang wie die Finger eines Mannes und scharf wie Klingen. Okay. Auf eine entfernte Spule. Ah, da kann ich es anhängen, oder? Cool. Oh, ist ziemlich dunkel hier drin. Warte, sobald man an Gebiete kommt, wo es ein bisschen heller ist. Sollen der roten Göttin geopfert werden, der Göttin des abnehmenden Mondes und des zunehmenden Mondes, der Großmutter aller, ihr, die Leben nimmt und Leben schenkt. Okay. Next, wie ist es im Stream? Ist es zu laut oder zu leise vom Ton hier? Sag mir ruhig Bescheid, weil ich kann es dann umstellen.
Ich selber merke es ja jetzt nicht. Ich kann es bloß an meiner Anzeige so ein bisschen ablesen. Okay, das sieht mir ganz nach Einsturzgefahr hier aus. Kann ich rübergehen? Okay. Bisschen leiser. Dann wäre ich ein bisschen leiser. Okay, da muss ich irgendwas raufstellen. Muss mal schauen, ob wir hier was finden. Der Wagen hier, hä? Okay, ich verstehe. Verstehe. Okay. Dann so. Okay, dann ziehen wir mal hoch. Und dann können wir den auch runterrollen lassen. Damit der da hinten die Barrikade zerstört. Okay.
Ja, Jonah, habe ich schon. Next habe ich schon. Okay, wie komme ich da ran? Hier komme ich ja, hier kann ich ja nicht hoch oder so, oder? Nee. Kann ich hier rüberspringen? Hier komme ich doch niemals rüber, oder? Muss auf jeden Fall da runter. Wenn ich hier runter hinspringe, dann sterbe ich doch. Oh, okay. Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben. Ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Okay. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Hey, Zinni, servus. Da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säugung. Mir geht's super. Alles gut. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße. Zu dir kommen ein paar Trinity. Ich glaube, da will kein Mann Nein sagen. Verlassen. Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Oh, schnell. Müssen wir schnell sein oder nicht? Ich weiß es nicht. Sie sind unterwegs. Wer? Erst alles mitnehmen hier. Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut.
dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Und Sini, wie war dein Tag? Alles gut? Stress gehabt oder? Ja, stimmt, ja. Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Wie läuft's mit der Pumpe? Ja, next. Danke für die Hilfe, aber. Ich will schauen, dass ich es selber schaffe. Also wenn ich Hilfe brauche, dann spreche ich euch direkt an. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, Blödmann. Steckst du im Aufzug fest? Oh ja, du kannst laut sagen. Freitag ist immer geil. Freitag zähle ich eigentlich schon gar nicht mehr, weil das für mich bloß ein halber Tag ist. Da habe ich schon um 1 Feierabend. Das ist dann schon nice. Morgen zockst du die Division, oder? Also nicht böse gemeint, Next, wegen der Hilfe. Also ich freue mich ja, wenn mir Leute helfen wollen, aber bitte erst nur, wenn ich danach frage, weil sonst ist es. Macht's halt nicht so viel Spaß, wenn man alles erklärt bekommt. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Ja, wenn man neu ist, ist es immer ein bisschen blöd, gell, wenn man pünktlich geht. Weiß ich nicht, aber die Werte sahen. Das sieht dann blöd aus. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Wachsende Wände. Bei Division 2 schaue ich morgen auf jeden Fall einfach mal vorbei. Wann fängst du denn ungefähr an? Also wenn, dann bin ich abends da. Wenn ich nicht noch irgendwie weggehe oder so. Ich weiß es noch nicht. Er zeigt mir praktisch die Büsche an, wo ich rein kann. Status? Zum nächsten Raster. Wann kommt das eigentlich raus, Division 2? Also du spielst ja, glaube ich, die Beta, oder? Morgen? Verdammt. Ach, keine Sorge, kriege ich hin. Ich weiß nicht, ob ich da rüberkomme, einfach so. Wenn denn hier lang? Ach so, das sind so Objekte zum Werfen. Ich hasse dieses rückständige Land. Hier funktioniert gar nichts. Scheiße. Alter, die geht aber ab, ey. So. Muss doch hoch auf jeden Fall. Okay, mit dem Erz. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich es mir hole.
Oh, Weißbier. Ich glaube, ich werde mir auch noch eins aufmachen, aber erst nach dem Stream. Das sind ja so komische Flaschen. Ich werde nicht hochkommen, weil der Stacheldraht ist. Jetzt auf einmal die Waffe hier haben. Ah, nix, warst du weg? Kein Problem. Scheiße, da sind noch mehr. Das alle. Okay. Also ich weiß immer noch nicht, wie man Heilung nehmen kann. Bekommt man das erst später? Next? Das kannst du mir sagen. Oder kann man da gar keine Heilung nehmen? Ich hätte ja schon so Heilungsdinge gefunden, aber ich glaube, ich musste irgendwie was herstellen erst. Was ist das hier? Eine Bombe oder was? Nee. Wahrscheinlich muss ich zum Ablenken. Wir schauen auf jeden Fall noch, ob wir hier irgendwie noch Munition oder sowas finden. Oben, da scheint noch was zu sein. Okay. Eine große Kiste. Ja, Munitionsmäßig sind wir voll. 120 Schuss. Hoch oder so. Ah, hier, okay. Heilung zum Pflanzen, die du dann heilst, dich das.
Ja, gibt es irgendwie ein Schnellmenü, wo ich mich heilen kann, oder muss ich jedes Mal ins Menü rein? Ich habe hier schon... wo habe ich denn das? Nee. Irgendwo hatte ich doch hier schon Heilung. Mal herstellen. Medizin hier. Aber wie kann ich es herstellen? Ach, da muss ich wahrscheinlich erst in so einem Checkpoint oder sowas sein, oder? Wo ich das herstellen kann. Kann das sein? So wie bei Rise of Tomb Raider. Da ist sie! Alter Schwede. Stopp! Tut dir nichts. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Du musst nicht ins Menü, nicht herstellen. Okay? Der Schlüssel von Chuck Chell. Sucht. Wo ist die Schatulle von X-Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine du Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Alter Schwede! Lauf, Lara! Einfach ausweichen, oder was? Wir werden alle sterben. Gehen wir aber hier lang. Oder schwimmen hier lang. Probier's zumindest. Würde mir ein Stein auf den Kopf fallen hier. Ich glaube, ich kann aber gar nichts machen jetzt. Cutscene oder was? Okay, schon mal hier durch.
Was ist hier? Luftblase. Okay. Okay. Steuerkreuz meinst du, oder? Wahrscheinlich. Links oder so drücken. Zieh! Ich komme lieber eben raus. Mach! Ich muss höher hinauf. Festhalten? Können wir die Jungs hier festhalten? Okay. Aber das ist richtig so. Toll, dass ich gerade nicht auf den Chat gucken kann. Okay. Das ist super wahrscheinlich. Okay, ich muss da weiter rüber. Gut, dass man hier immer gleich... Abgestürzt. Oh, heftig. Durchgemacht hat, lasse ich zu, dass Trinity einfach so den Dolch kriegt. Er wird mit dem Dolch und der Schatulle die Welt von Grund auf erneuern. Wie wird er sie erneuern? Keine Ahnung, er sagt, er will Sünde und Schwäche ausrotten. Ein Mann wie er, wir müssen ihn aufhalten. An allem schuld. Wir finden einen Weg, okay? Versprochen. Nein. Wir müssen vor Trinity die verborgene Stadt finden und die silberne Schatulle. Okay, aber zuerst bringen wir die Menschen hier in Sicherheit. Dann kümmern wir uns um den Rest. Nein, niemand ist in Sicherheit. Wenn ihr die silberne Schatulle kriegt. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Du bist die Einzige, die was? Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Ja, next. Ich weiß. Es dreht sich um viel mehr als um dich. Diese Menschen brauchen uns... Hatte bloß noch keine Zeit, das zu probieren bis jetzt. Wir können jetzt etwas Gutes tun. Abgesehen davon, was haben wir schon groß in der Hand? Ein Rätsel? Wir brauchen ein bisschen mehr als rosa Fisch und silberne Kronen, wenn wir diese Stadt finden wollen.
Amazonas, Peru. Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet: Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. F ist der Nesti. Willkommen im Stream. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Er ist ein bisschen angepisst. Wir müssen einander vertrauen. Hey. Ich bin zu laut. Du misst vielleicht was? Okay. Wirklich? Mach ein bisschen leiser. Das ist es. Sonst sagen die Leute immer, ich bin zu leise. Versuchen wir es morgen nochmal. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo lang? Ich sage mal so, ich bin lieber ein bisschen zu laut, weil leiser kann man das immer noch machen. Also die Leute, die den Stream gucken. Okay, wir hängen jetzt in den Seil. Können wir was machen? Wie sieht der mal aus? Oh. Okay. Wir haben nichts. Okay, ich glaube, wir müssen mal vorsichtig sein.
Sind es Affen oder was? Ich hoffe, die greifen uns nicht an. Was könnte ich gebrauchen? Das bewahre ich für später auf. Hallo? Jemand da? Wo sind sie? Ich muss sie finden. Berg mit Silber. Guten Abend, Destiny. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Alles gut? Wie war dein Tag? Auf das Leuchtsignal zu bewegen. Das schaut schon cool aus. Nutzen Sie Pfeile, um Federn aufwärts herzustellen. Okay, wie komme ich jetzt darüber? Muss ich da rüber springen? Die sieht immer so extrem weit aus, dass man denkt, dass man da gar nicht rüberkommt, aber die kann echt weit springen, muss ich sagen. Jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Ah, das könnte jetzt. Hört mich jemand? Wo genau. Seid ihr? Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Fähigkeiten. Schuld. Drei Fähigkeiten. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Suche verbessert Laras Erkundungs- Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Krieger verbessert ihr Kampf- und Waffengeschick und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herstellungsfähigkeit. Okay, ich denke, Fähigkeiten freischalten. Wenn Sie die Fähigkeiten aus einer blauen, roten oder grünen Box aus, Fähigkeiten mit weißem Rand wurden bereits gekauft, okay, und gemeistert. Dunkle Boxen werden freigeschaltet, wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich. Okay. Boah. Da muss ich erstmal gucken. Okay, die werden erst freigeschaltet, wenn ich irgendwas daneben habe. Okay.
Tiefen stürzen. Massiven Schaden. Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich skillen soll. Machen wir das hier mal. Automatische Sprünge von Feinden nach lautlos Skills. Ja, warte mal, lieber noch nicht. Sie können schneller schwimmen. Das glaube ich, wäre eigentlich alles nicht schlecht. Ja, komm, wir nehmen es mal. Erster Schritt, da stellen Sie Lockpfeile her. Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Giftfolge. Sichtfeld wird vernebelt. Gut, okay. Ich denke, das werden wir sowieso nach und nach alles dann freischalten können. So, Fähigkeiten, kein Zugriff. Das ist das Logbuch unseres Flugzeugs. Miguel hatte sich Notizen über die langfristige Wettervorhersage gemacht. Die nächsten 3 Tage sollten heiß und trocken werden, mit Höchstwerten um die 30 Grad, klarem Himmel und wenn überhaupt nur leichtem Regen. Angesichts seiner restlichen Einträge hätte Miguel uns niemals hergeflogen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unwetters bei über 50% gelegen hätte. Aber es waren keine Unwetter vorhergesagt, geschweige denn schwere. Okay. Gut, dann schauen wir nochmal weiter. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Okay, ein Werkzeug finden. In den Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Irgendwie hochkommt. Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Ja, ich schaue schon. Komme ich nicht hoch. Verdammt! Ich habe noch eine Pflanze gesehen, die nehmen wir auch gleich mit. Wieder so eine komische. Was? Widerliches Vieh! Thank you.
Cool, jetzt müssen wir eigentlich das Messer haben. Schauen wir mal, ob wir das hochschneiden können jetzt. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Mei. Ich muss ein Basislager wetzen. Inventar, Waffenherstellung. Greifen Sie auf Ihr Inventar zu, um das Messer herzustellen. Provisorisches Messer zum Durchschneiden von Seilen und lautlosen Ausschalten von Feinden. Einmal herstellen, bitte. Okay. Ah, hier können wir Outfits. Oh, schaut auch cool aus. Oh, aber das hier schaut cool aus. So, was haben wir hier? Herstellung. Seil erhalten. Okay, so können wir jetzt nichts machen. Fähigkeiten. Haben wir schon wieder Fähigkeitspunkte erhalten. Okay. Können wir noch ein bisschen den Fallschaden reduzieren, wenn wir dann richtig drücken. Das müsste scharf genug sein. Das ist ein Buschmesser, ey. Okay, wir hatten aber hier oben, glaube ich, noch... Dann müssen wir, glaube ich, eh da hoch. Irgendwas hält die Vorräte ja, noch. Da oben. Ausrüstung, endlich. Ah, Bogi. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miguel, wo bist du? Verdammt! War das alles? Ah, okay. Alles klar. So, wir müssen dort hinten hin. Thank you.
Miguel! Das gefällt mir gar nicht. Miguel? Wo bist du? Oh nein. Miguel? Miguel? Benutzen Sie Haut, um den Baselang Outfit herzustellen, okay? War hier noch ein Weg? Ne, hier war nichts mehr. Okay, wir müssen hier lang. Ich glaube, so Open-World-mäßig ist es gar nicht, oder? Also eher schlauchig. Miguel! Können wir den Vogel? Alter, was ist hier los? Die Affen gucken schon. Lass mich in Ruhe. Ach du Scheiße. Wir werden gleich sterben, ich sehe es kommen. Hier muss ich vorsichtig sein. Oh, das hätte ich jetzt auch gedacht. Aber können wir die Affen eigentlich abschießen? Oh. Okay, da gibt es so nur EP dafür anscheinend. Ich habe gedacht, da gibt es irgendwie so Haut oder sowas, keine Ahnung. Oder müssen wir dann extra häuten? Verdammt! Jaguar, wir sind scheiße. Das ist es. Ja, genau. Na, ich treffe wieder gar nichts. Yeah!
2. Einer muss aber noch leben. Er zieht ihn einfach mal mit. Hab übelst viel Pfeile verbraucht. Kann ich den nur zweimal pflücken oder was? So bis die Beeren praktisch da weg sind auf dem Strauch, oder? So, was muss das eigentlich gewesen sein jetzt hier, oder? Was ist hier noch? Panzzeug, oder? Okay, damit können wir schon wieder Sachen herstellen. Ein anderes Teil von unserem Wrack. Fähigkeitspunkt verfügbar. Schauen wir mal, was wir da kriegen. Ernsthaft. Wir können hier aber nichts herstellen.
doch, jetzt. Okay. Jetzt zwei gedrückt halten. Okay, das reicht erstmal. Wir brauchen Federn und Holz dazu. Okay, es wird aber hier hinten auch noch weitergehen, gell? Sollte man schon ein bisschen Federn kriegen. Geh nicht hoch. Auch nicht hoch. Okay, da ist ein Eingang. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Mal hier rüber schon, ob wir hier drüber was machen können. Erstmal ein bisschen erkunden, Leute. Das Flugzeug! Jonah, bist du da? Ah, da ist er, Jonah. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Irgendein Parasit. Sag mal hier. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Ganz schön großer Wurm. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut.
Gut. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Rand. Lagerfeuer. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem nachdem Miguel. Upgrades herstellen. Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Waffenteile, Ressourcen und Fähigkeiten. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Werden Sie wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Wählen Sie Upgrade aus und halten Sie X, um herzustellen. Das Upgrade wird automatisch an die Waffe angebracht. Upgrades 0 von 8. Upgrade, hier können wir ja nichts machen, oder? Waffen-Upgrades. Upgrades verbessern Waffeneigenschaften wie Zielgenauigkeit, Handhabung oder Munitionskapazität. Einzelne Eigenschaften können mehrmals verbessert werden. Manche Fähigkeiten ermöglichen bessere Upgrades. Weiter. Okay, hier können wir noch gar nichts machen. Wir haben noch ein bisschen warten müssen. So, Fähigkeiten. Sie können schneller schwimmen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier skillen soll, Leute. Für die lauter Skills doch ohne Alarm auszulösen. Das hört sich doch nicht schlecht an. Machen wir das mal. Okay. So. Wenn wir hier das Lager noch plündern. Zeigt mir hier hinten hin, oder? Einmal dort hinten. Da wollte ich aber noch nicht hin, weil hier hinten gab es auch noch ein bisschen was. Geheimnis entdeckt. Cool. Überlebensversteck. Überlebensversteck. Okay, hier oben war glaube ich noch, genau, da war irgendwie ein Eingang. Habe ich vorher gesehen gehabt noch.
Erkunden Sie Krypten und enthüllen Sie Ihre Geheimnisse. Drücken Sie nur, um aufzustimmen, okay? Schauen wir auch da mal rein, oder? Hier ruht Rawley Rimmel, ein Freund. 1925. Da steht noch mehr. Da steht noch mehr. Untersuchen Sie, um versteckte Informationen zu finden. Das wird schon gewesen sein, denke ich. Hier war seit Jahren keiner mehr. Geschichtenerzähler. Möge Rimac die erste Stimme sein, die wir in der jenseitigen Welt hören. Und mögen ihre Geschichten uns Trost spenden. Deformierter Menschenschädel? Dieser deformierte Schädel ist flacher und länger als gewöhnlich. Obwohl einige Leute darin den Beweis sehen, dass die Inka Kontakt mit Außerirdischen hatten, ist das Ganze vermutlich eher das Resultat einer Kopfbandagierung, einer menschlichen Deformierungspraxis, die älter ist als unsere Geschichtsschreibung. Okay. Er weist außerdem Spuren einer Trepanation auf, einer medizinischen Prozedur, bei der ein Loch in den Schädel gebohrt wird. Okay, wir sollten wieder zurück, oder? Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite drüben. Alles klar. Ich denke, da geht's raus. Ich will hier aber nicht raus. Müssen wir weitermachen, oder? Aha, okay. Gucken erstmal. Okay, müssen wir mal schauen, wie wir hier hochkommen.
ist aber nichts. Da müssen wir rüber. Okay. Eine Riesenkiste oder sowas, oder ein Sarg oder sowas. Hier geht's auch noch hoch. Ach, da geht's so ewig weit hoch. Scheiße! Oh. Okay, das wäre noch tot gewesen. Sieht aus, als wenn die gleich Pfeile schießen würden oder so. Jetzt müsste ich den Sarkophag erreichen können. Scheiße, ich muss weiterklettern. Nein, noch weiter hoch oder was? Warum stürzt die ab? Was ist das für ein Scheiß? Habt ihr rechtzeitig gedrückt? So, nochmal. Verstehe nicht, warum die so greifen tut. Was ist da los? Oder muss ich hinter irgendwo? Nee. Okay, wo jetzt hin? Hier ist ja nichts, oder? Nee. Ach so, okay. Wand, oder? Ich denke mal, hier müssen wir dann raus später. Okay. Auf hier, die Hudel. Neue Ausrüstung halten. Überreste Abendsternumhang. Okay, wir müssen natürlich ins Basislager dafür. Einzelheiten über den Freikauf des Herrschers Takolokwa. Gut, ich denke mal, dass wir hier ranspringen müssen. Aber uns fehlt doch noch hier drin was, oder?
Sonst wird da irgendwie so eine so eine Statue noch, oder? Ich denke mal so eine halbe Stunde noch next. So, ich denke so eine halbe Stunde, so gegen 10 Uhr, denke ich mal, beende ich es heute. Muss ja morgen auch wieder in die Arbeit. Kann man sich da irgendwie anschauen? Nee. Eins von zwei. Okay, hier oben wäre auch noch was. Überlebensversteck. Gehen wir uns das mal. Ah, okay. Zeigt uns die Markierung jetzt auch an. Auch was rausgefunden. Da hinten, okay. Hey! Warte mal. Hier auch noch. Ich glaube, aus dem Eingang. Das hier. Kann man da nicht rein? Da kommen wir doch gar nicht hin, oder? Es muss aber hier unten sein. Kommen wir da nicht rein, oder was ist? Ich glaube, wir kommen da nicht rein, oder? Okay, next. Danke fürs Reinschauen und danke für den Follow auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut. Und wenn du wieder Bock hast, schau einfach auf Twitter vorbei. Da kündige ich es immer an, wenn ich dann Stream tue. Genau. Also würde mich freuen, wenn du wieder reinschaust. Und danke nochmal für den Follow. Inventar. Wir können auf jeden Fall am Bogen was machen. Zwei Upgrades verfügbar. Upgrade. Was können wir denn hier machen? Dort unten können wir was machen. Okay, super. Würde mich freuen auf jeden Fall.
wir nochmal was machen? Upgrade. Können wir gar nicht so machen, oder? So, wir können jetzt auch mit hier anlegen. Wir haben noch. Ah, stimmt, wir haben ja. Ach, das sieht immer aus. Geile Sache. Bomberjacke, Tomb Raider 2, dunkle Engel. Torso, Beine. Also wir hatten irgendwie so ein komisches. So einen Mantel bekommen. Schauen wir noch weiter. Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Hier kommen wir durch. Gibst du mir mal? Siehst du? Gut, wo sind wir? Hier verstehe ich, warum wir hier nicht reinkommen. Überlebensversteck. Keine Ahnung. Oder ist es halt dann wirklich nur da drinne? Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Vielleicht kommen wir da später hin. So, wir müssen hier hin. Hier ist auch noch ein Versteck. Das muss Kovac Jako sein. Wir müssen da runter. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh. Oh, oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Der wird gleich abstürzen, wahrscheinlich. An der Kante. Oh, hab dich! Oder ich. Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Ja, was zu trinken, Leute. Möglicherweise die Inka. Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, wenn wir auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. Ja, hier haben wir wieder was. Das hier zeigt den Inka-Gott Can. Er war der Sohn des Sonnengottes Inti und der Mondgöttin Pachamama. Can kontrollierte Wind und Regen, obwohl er einigen Legenden zufolge nur für das von Süden kommende Wetter verantwortlich war, während von Norden kommendes Wetter in die Zuständigkeit seines Bruders Pachacamac fiel. Okay. Willst du es probieren? Bleib bei den Flaschen, die den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Zimho.
Zauberpulver. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber Roth hat mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Ja, ich vermisse ihn. Ich auch. Also hier werde ich wahrscheinlich sterben, wenn ich runterfalle. Ich muss also die Gegend ein bisschen angucken hier. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja, es geht mir auch schon viel besser. Was muss ich hier machen? Das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Okay, alles klar. Ich denke mal, dass ich hier... Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Oh, der Eimer leckt. Ich muss irgendwie schauen, dass ich die zwei Seile hier verbinde miteinander. Verstehe. Aber komme ich denn von der Seite hier rüber? Komme ich nicht rüber? Oh.
super, wenn wir jetzt zurückkommen hier. Dann kann ich hier runter? Hier könnte ich dann gleich runterspringen. Kannst loslassen. Das war's. Okay, die Brücke. Müsste passen. Fähigkeitspunkt. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Also mir fällt es bis jetzt richtig gut. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Okay. Halten Sie L1? Ah, okay, jetzt werden die Dinger hier aufgemacht nach der Reihe. Sehr schön. Wir wollen aber nochmal schauen, ob es hier... Ja, hier noch irgendwie... Das ist immer so nicht, vor allem hier draußen. Ist hier noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht so. So, dann gehen wir weiter. Wir nähern uns dem Dorf. Ich will zurück in die Zivilisation. Nämlich Federn, oder? Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Ja, Haut gehen sie. Erwähnt denn der in den Notizbüchern Peru? Nein. Es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder... Keine Ahnung. Das ist schon cool. Dann hält es. Behandelt Syrien. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Okay, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Wie weit wird es wohl nach Kuvakyaku sein? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen, aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Irgendwann gab es hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt aber an der Stelle einen Cut und hören auch auf. Es ist schon 10 Uhr und ich wollte eigentlich auch aufhören dann. Hier oben haben wir nochmal was. Ist denn das? Also ist freigeschalten worden. Erhalten. Okay. Gut, ich schau nochmal. Normalerweise haben wir jetzt eh hier gespeichert automatisch, aber ich schau. Speicherstunde laden. Speicherslot ändern. Option. Können wir nochmal manuell speichern? Ich bin immer so vorsichtig, weil ich dann immer Angst habe, dass ich dann wieder. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut an der Stelle und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ich werde vielleicht morgen Abend wieder streamen. Ich weiß es aber noch nicht ganz genau.
Und ja, müssen wir schauen. Was ich jetzt noch machen kann, Leute, ich kann mal schnell schauen, wer denn gerade streamt. Ach, das ist immer so blöd hier. Schau noch mal schnell hier rauf. Das ist immer wieder eine Fehlermeldung ab und zu. Und ich schiebe euch mal zum Sles rüber. Ist auch ein guter Streamer, der macht mir auch richtig Spaß. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch was und schiebe euch dann gleich mal rüber. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Euer Andi.